Ich erlebe es als ein ganz besonderes Vorrecht, an so einem Abend mit Kollegen auf der Bühne zu stehen. Da entsteht etwas, was in nur diesem Moment existiert. Und das schätzen wir auch, dass das Publikum das so mitnimmt und diesen Augenblick auch schätzt. Zeigt, dass dieses Format Doppelkonzert einfach wirklich Sinn macht, dass wir spielen, andere Leute spielen, man hat neue Leute kennen, man hört was anderes und man macht zusammen Musik. Ja, war einfach wieder ein schöner Abend. Das Ambiente in diesem Ringcafé ist außergewöhnlich. Wir haben ein Gefühl unheimlicher Nähe zum Publikum, weil der Raum auch quer angelegt ist, sitzt man einfach ganz nah beieinander. Und das hat so eine Wohnzimmernähe, die wir auch sehr schätzen, die auch von den Kollegen geliebt wird. Es hat heute großen Spaß gemacht zu spielen mit Rogink, das ist auch mit Treiber zusammen, ein großes Vergnügen. Und so viele Leute da, hat alle Erwartungen übertroffen. Und dann atmet dieser Raum natürlich auch Geschichte. Das passt wunderbar zu der Art der Musik, die wir machen. Und wenn dann in einer Gemeinde, die auch noch eine Offenheit mitbringt, eine Offenheit für verschiedene Religionen, für unterschiedliche Kulturen, mitten in der Innenstadt, das ist ein besonderer Geist, der hier ist. I thought it was wonderful. Especially like this warm environment, you come into this hall and you meet like people like Samuel who are really dedicated to Bertha project, and then playing together at the end of the evening, it was fabulous. It was just awesome. Wir sind jetzt seit einem Jahr hier in Leipzig zugezogen und es ist eine Ehre, hier direkt so spielen zu dürfen für so viele Leute. Hier im Ringcafé, das Dekor ist schon einfach wunderbar. Das gefällt mir hier generell in Leipzig, dass alles irgendwie so schön ist. Das Schönste ist, man geht in einen Saal rein, man ist traurig, man hat Probleme, aber wenn man dann die Musiker hört und in die Gesichter schaut, dann ist das eine ganz andere Welt, man vergisst alles. Diese Musiker spielen nicht immer zusammen. Und dass man auf diesem Podium dann sieht, dass das alles genau klappt, das erstaunt mich. Deswegen bin ich sehr froh, das gesehen zu haben.